Können wir mal kurz darüber reden, wie scheiß erfolgreich GTA 5 ist? Und zwar so erfolgreich, dass Rockstar Games deshalb sogar GTA 6 zurückhält. Dem müssen wir mal auf den Grund gehen. Seit fast 9 Jahren wartet die ganze Welt auf GTA 6. So lang hat ein neuer GTA-Ableger noch nie auf sich warten lassen. Und auch generell gibt es kein Spiel, das über so viele Jahre hinweg so heiß erwartet wurde. Außer, sagen wir mal, Half-Life 3. Rockstar hat es einfach nicht eilig, GTA 6 zu veröffentlichen, denn Publisher Take-Two fährt weiterhin Rekordgewinne ein. Und zwar mit GTA 5 und GTA Online. Die Verkaufszahlen könnten nach wie vor nicht besser sein. Obwohl das Spiel bereits vor 2 Konsolengenerationen erschienen ist, ist es nach wie vor ein Dauerbrenner in den Läden und Online-Shops. Die Verkaufszahlen von GTA 5 bleiben stabil und steigen aktuell sogar noch an. Im Februar dieses Jahres bestätigte Rockstar Games endlich, dass sie am nächsten Teil der Reihe arbeiten würden. Selbst auf diese Bestätigung mussten wir nun lang genug warten. Und sie gaben schon einen Grund für das lange Warten an, weil sie sich mit jedem neuen Spiel selbst übertreffen wollen. Das stimmt sicher, hört sich aber ziemlich nach Marketing an. Das Krasse ist, nicht nur GTA 5 und GTA Online laufen hammermäßig. Auch viele andere Games von Take-Two veröffentlichen gerade gigantische Verkaufszahlen. Darunter WWE 2022 und Tiny Tina's Wonderlands. Beide Titel haben die Erwartungen für das Quartal übertroffen. Von Red Dead Redemption 2 müssen wir gar nicht erst anfangen. Der Titel hat sich bereits über 44 Millionen Mal verkauft. Unglaublich. Und wir haben immer noch keinen blassen Schimmer, wo GTA 6 spielen wird, welche Charaktere wir spielen werden oder wie Grafik und Gameplay aussehen werden. Es gibt allerdings Gerüchte um das Release-Date von GTA 6. Quelle ist der bekannte Leaker Test2, ein bekannter Informant, der schon seit Jahren GTA Online-Inhalte und andere Ankündigungen, Enthüllungen und Veröffentlichungen von Rockstar Games geleakt hat. Mit einer besonders beeindruckenden Erfolgsbilanz. Viele in der Community sind dazu übergegangen, alles, was von dieser Quelle kommt, als wahr zu akzeptieren. Test2 hatte schon letztes Jahr geleakt, dass GTA 6 dieses Jahr angekündigt werden würde, und er hatte recht. Ein Release 2023 wäre also durchaus denkbar. Sprechen wir nochmal kurz über Zahlen. GTA 5 wurde endlich auch für Next-Gen-Konsolen veröffentlicht und auch dieser Release übertraf trotz Kritik sämtliche Erwartungen. GTA 5 verkaufte sich auf sämtlichen Plattformen bis heute insgesamt 165 Millionen Mal. Seit Beginn der Pandemie 5 Millionen Mal pro Quartal. Und im aktuellen Quartal liegen die Verkaufszahlen nochmal darüber, wenn auch nur knapp. Obwohl das Spiel fast 10 Jahre alt ist, steigen die Zahlen also weiterhin. Bereits 2020 wurde Take-Two-CEO Strauss Zelnick gefragt, ob der Release von GTA 6 dem Erfolg von GTA 5 im Weg stehen würde. Aber damals war die Arbeit an GTA 6 noch nicht mal bestätigt und Zelnick ließ sich zu einem Vergleich hinreißen. Er meinte, dass NBA 2K Online trotz Veröffentlichung von NBA 2K Online 2 ein konstanter Publikumsliebling blieb und das, obwohl der Nachfolger zum absoluten Hit wurde. Der Erfolg des Nachfolgers schadete dem ersten Teil also nicht. Was für uns wohl bedeutet, dass der Launch des nächsten GTA nicht automatisch den Tod von GTA 5 bzw. GTA Online nach sich ziehen wird. GTA Online und GTA 6 werden parallel weiter nebeneinander existieren, zumindest für eine bestimmte Zeit lang. Ein weiterer Grund dafür, dass sie keinen festen Release-Termin für GTA 6 preisgeben, wird wohl auch sein, dass sie den Hype weiter hochleben lassen wollen.